So, hey Leute, willkommen zu einem neuen Server-Turn. Und zwar ist es gerade morgens und einige Leute spielen unter der Woche auf dem Server. Und dachte ich, okay, wahrscheinlich haben einige frei, aber einige Leute schwänzen auch den Server. Und da habe ich mich natürlich ein bisschen schlau gemacht und habe die Information bekommen, dass Demonstar HD und It's Venom PvP tatsächlich die Schule schwänzen, damit sie hier auf dem Server spielen können. Finde ich an sich wirklich, wo ich sage, naja Leute, schwänzt die Schule nicht, das ist wichtig. Und deswegen müssen wir doch schon ein bisschen dafür sorgen, dass sie eine kleine Strafe erhalten, beziehungsweise ein bisschen getrollt werden. So, deswegen, wir schauen einfach mal, bis sie hier ihren Kampf da beendet haben. Ja, jetzt Venom. Ja, und dann kommt ja auch gleich so ein Schild hin. Das ist nämlich ganz immer wichtig, die Schilder. Die sagen eigentlich, die sagen schon sehr vieles. Also wer schon Askalda Troll ein bisschen kennt, dann würden die aber auch wissen, okay, ein Schild, das könnte Askalda sein, ne? Askalda macht ja auch manchmal Schilder. Das könnte schon sein, ne? Ja, aber vielleicht sind sie ja nicht so schlau, vielleicht kennen sie ja Askalda Troll auch nicht, was sehr unwahrscheinlich ist, aber er weiß. Deswegen das erste Schild. Hallo, mein Freund, die Schule, und ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr gerne zur Schule geht oder nicht. Ich glaube, es liegt, das kommt echt bei jedem persönlich anders oder auf welche Klasse man ist. Aber könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr Schule cool findet oder ob ihr meint, naja, ist jetzt nicht so geil, aber muss halt, ne? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. So, wie hieß er denn jetzt? Unser, It's... nee, wo ist er denn jetzt? Müssen wir mal schauen. Vielleicht sind die auch, haben sich irgendwo hin teleportiert. Wir teleportieren uns einfach mal. Hier ist er. Der Dumme. So Dumme. Und da ist ein anderer Typ. Das ist der Register 03. Oha, das ist aber schon ein schöner Name hier. So, was würde denn passieren, wenn es zufällig hier ein bisschen Wasser weggehen würde? Es würde laggen, ja. Aber was würde noch passieren? Es lädt. Oh! Auf einmal wäre das Wasser weg. Und Register denkt sich so, hä? Was ist denn jetzt los? Nein, ich habe nicht das Wasser geteilt, so wie andere Leute. Aber er denkt sich, okay, Frieden, Frieden, da stimmt irgendwas nicht, ne? Auf einmal beenden sie den Kampf, denn irgendwas ist hier falsch. Und ihr seht, da kommen die Wassermassen zurück. Oh Mann, Leute, stell dir mal vor, ihr seid so gerade auf dem Meer, ne? Schwimmt so gerade so ein bisschen und auf einmal zack, das ganze Wasser weg, ne? Was denkt man sich da? Auch die Inseln hier haben keinen Sinn mehr. Denken sie so, hä? Auch hier, Pin. Denken sie alle so, hä? Was ist denn hier los? Deswegen kommt jetzt gleich ein... Oh, da ist sogar eine Tür. Da hat jemand ein Wasserhaus sogar gebaut. Alles jetzt nicht mehr unter Wasser, ne? Man sieht, ah, alles Gravel, die buddeln sich jetzt auch runter. So, und eigentlich dürfen wir nicht, die mich nicht sehen können. Eigentlich, ne? Sag mal, eigentlich. Pin. Die kann mich aber anscheinend sehen. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall wird da jetzt ein Schild hinkommen. So nach Motto, halt, stopp, sonst werden die sehen, halt, so, ich bin beauftragt, oh. Ja, man muss dann auch auf seine Rechtschreibung achten, ne, mit einem E, beauftragt, oh, boah, wer war das, Register, der hat einfach das Schild, mein Schild, was ich gerade bauen wollte, kaputt gemacht, was ist denn das, Noob. Er schreibt einfach Noob. Er weiß noch nicht mal, wer das ist. Naja, ich bin der Beauftragte des Schulministeriums. Oh. Ums. Ja. Mir wurde gemeldet. Ja, man muss es auch falsch schreiben, ne, damit die es auch lesen können. Dass ihr schwänzt. Ich hab Ferien. Das sagen sie alle, mein Freund. Das sagen sie alle. Ich hab Ferien, hör auf. Mal schauen. Einer von ihnen lügt. Einer von ihnen hat wirklich Ferien, aber einer von ihnen ist ein Lügner. Und das werden wir herausfinden. Oh, jetzt habe ich das Schild aus Versehen gedroppt. So, schau mal, was sie schreiben. Ich gehe gleich. Guck mal, einer hat's zugegeben. Einer gibt zu, ich bin ein Schwänzer und ich gehe gleich zur Schule. Aber, okay, die anderen haben Ferien. Das ist gut. Aber wenigstens einer von denen gibt's auch zu. Ne? Frei beweglich. Ja, okay. Das kann ja gut sein, ne? Aber der eine hat's schon zugegeben, dass er hier schwänzt. Aber gleich zur Schule geht. Denn er wurde hier gewarnt. Ob man ihm das glauben kann oder nicht, das ist eine andere Frage, Leute. Und ich will gerne von euch wissen, habt ihr schon mal die Schule geschwänzt? Und wenn ja... warum?
Also aus welchem Grund? Wie alt seid ihr? Ihr seht schon hier die Namen. 10, 13. Gerade in dem Alter sollte man Schule nicht schwänzen, Leute. Wir haben Entfall wegen Eltern... Hä? Leute, ganz ehrlich, das ist eine schlechte Ausrede, du. Wegen Elternsprechtag hat man doch keinen Entfall, oder? Also kann auch sein, dass ich da mich ein bisschen zu wenig auskenne, aber man hat... It's Venom, ja. Genau, gerade wo ich jetzt holen wollte, kommt auch schon It's Venom und macht hier seinen Job und killt die Schulschwänzer. Hast natürlich gut gemacht, It's Venom. Aber du bist auch ein Schulschwänzer, oder? Halt. Er baut es einfach ab. Wahrscheinlich, weil er das schreiben will. Oder? Wenn er jetzt nichts schreibt. Wenn er einfach nur meine Schilder abbaut, so nach dem Motto, yo, ich bin hier so Rebell und so. Ne, dann, Leute, dann, das gibt Ärger. Du musst zur Schule. Alter, okay, Leute. Kill it. Nein, so fies bin ich da doch nicht. Aber, was man mal machen könnte. Oh, 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 it's Venom. Der hat aber hier OP-Äpfel und so. Oh, It's Venom, was ist denn hier passiert? Hilfe. Oh, das juckt ihn jetzt auch nicht, ne? Das juckt ihn nicht mehr. Ja, ja, It's Venom, pass auf, ne? Pass auf dich auf. Oh, It's Venom, Hilfe! Das kommt wohl, weil ich die Schilder abgebaut habe. Oh, schade, It's Venom. Ja, deswegen, also wenn ihr auf dem Server mal so eine Schilder sieht und die einfach so abbaut, das ist nicht so schlau, ne? Also am besten noch, bevor sie beschrieben sind, einfach abbauen. Nee, Leute, das ist unhöflich. Das nennt man so mangelnden Respekt und so. Also sowas macht man nicht, ihr habt gesehen. Und ihr seht schon, hier ist richtig das Schulschwänzer-Battle zwischen Ferienleuten und Schulschwänzer, ne? Zum Beispiel Pin, die hat wirklich Ferien, hat sie jedenfalls geschrieben. Ob das stimmt, das weiß man nicht. Aber sieht, da gibt es jetzt richtig das Battle. Ich schwänz gar nicht Schule, du bist das. Register, geh zur Schule. So. Hört doch mal auf, euch hier gegenseitig zu töten. Genau, besonders dieser It's Venom, ne? Das ist ein ganz schlimmer Schwänzer hier. Von dem habe ich nämlich schon mal gehört. Da hat nämlich schon sein großer Bruder hier Bescheid gesagt. So nach dem Motto, ja, der It's Venom, ne? Also pass mal auf, band den am besten mal. Der spielt nämlich immer auf dem Server. Und ja, der verdachtlässigt Schule und so. Ja, nee, das ist nicht gut, Leute. Also ganz ehrlich. Genau, jetzt killen sie ihn, den Schulschwänzer, damit er auch mal zur Schule geht. Ne, ist auch klar. Aber ich meine, in der Schule gibt es halt keine Diamantschwerter und so. Das kann ich auch verstehen, dass man gerne auf dem Server spielen möchte. Aber trotzdem, Leute, ihr dürft doch nicht die Schule schwänzen. Ihr könnt auch nach der Schule auf dem Server, aber nicht die Schule für Minecraft schwänzen. Das würde ich nicht empfehlen. Aber wie gesagt, das kann jeder machen, wie er möchte. Ich will da jetzt niemandem irgendwas... befehlen oder so, aber ist halt nur ein Rat von mir. Ob ihr den annimmt, ist eure Sache. Auf jeden Fall, diese Leute müssen ihn annehmen, denn sie werden getrollt. Ja, Register. Oh, der lockt sich aus. Der denkt sich schon, okay, ich hau ab hier. Ah, nee, oder auch nicht. Doch, ich glaube, der denkt sich ja, okay, lieber zur Schule gehen. Lieber ausloggen zur Schule und dann ist alles gut. Und Witz nehmen sollte es vielleicht auch machen, dann kriegt er vielleicht auch seine Sachen wieder. Geht zur Schule. So, das sollte er jetzt lesen. Mal schauen, was er darauf schreibt. Wahrscheinlich so, hä? Ich hab gar keine Schule, ich hab frei. Aber es hat er nicht, denn mir wurde es ja schon erzählt, dass es nicht hat. Wie gesagt, man kann da wirklich, es ist immer schwierig, habe keine. Schon abgebrochen oder was? Nee, aber ganz ehrlich, natürlich ist es schwierig, das Alter jetzt zu bestimmen, ne? Durch den Skin 03 könnte für 2003 stehen, könnte aber auch für 1903 stehen. Könnte auch schon ziemlich alt sein, ne? Man weiß es halt nicht. Es könnte auch einfach nur eine 3 sein, weil der 3 einen mag. Also man weiß natürlich, man kann es natürlich schwer sagen, ob es jetzt wirklich Schwänzer sind oder wirklich Leute, die frei haben oder Ferien oder sowas. Ne? Das kann immer sein, aber ich glaube, momentan sind gar keine Ferien, ne? Glaube ich. Winterferien sind auch lange nicht. Glaube ich. Aber naja, das weiß man ja nicht, ne? Also ein 3. Schule ist wichtig. Und was ich auch cool finden würde, wenn Minecraft in der Schule als Fach, ich glaube, es gibt es sogar, ich kenne eine Schule, da haben sie Minecraft als Fach eingeführt. Ist ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich auch gerne nochmal wieder zur Schule gehen. Register, was hast du denn da gemacht? Lies das Schild und schreib mir eine Antwort. So, was schreibt er denn? Wahrscheinlich so, hey, ich habe auch frei. Aber einer von ihnen schwänzt, ist die Frage, wer? Mach ihn weg! Wen soll ich wegmachen? Leute, das ist gruselig, den It's Win.
Wen? Na, also ihr seht schon hier, der Register, das ist der Schulschwänzer. Und der möchte, dass Itzwin, ja, der andere Schulschwänzer weg ist. Kann ich auch verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? So als Schulschwänzer möchte man natürlich auch andere Schulschwänzer weg haben. Wenn man während, also morgens, wenn alle zur Schule sind, auf dem Server spielt, das heißt, dass man alleine sein möchte vielleicht. Und deswegen möchte, dass so viele Leute wie möglich weg sind. Ja, ihr seht, jetzt greift ihr nicht mal an, weil, ja, hier unser Register. Der hat nämlich coole Sachen und so. So, mal schauen, was er schreibt. Zwei Schilder sogar. So, wenn ich jetzt einen auf ins Wende mache. Wir haben Entfall. Wohin ist das ja noch anders, ne? So, was schreibt unser hier? It's Venom PvP. Der hat keine Schule angeblich. Ne? Also sieht, auf einmal schreiben alle, hey, wir haben keine Schule, weil sie merken, sie werden getrollt, wenn sie schwänzen. Naja, sie merken jetzt schon, okay, man sollte vielleicht lieber schlau antworten. Man sollte vielleicht nicht die Wahrheit sagen. Das merken sie schon. Aber vorhin hat das ja wirklich einer zugegeben. So, deswegen jetzt immer am besten hier schön undo. So. Dass hier nämlich das Wasser auch wiederkommt. Denn auch wenn wir das Wasser mal spalten können, wollen wir das ja auch wieder schön hier haben. Schlimmsregister. Siehst aber nicht so begeistert aus. Ist irgendwas? Register? Alles okay bei dir? Ihr seht, der backt ein bisschen rum. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Register! Antworte doch! Oha! Ihr seht, das Wasser kommt back. Und zwar schnell, ne? Wobei... Kommt das überhaupt back? Nö, anscheinend nicht. Warum auch immer. Oh doch, es kommt back, Leute. Register wird überflutet. Register, wo bist du? Aber zum Glück nur hier, ne? Also ist kein Problem. Er kann jetzt wieder nach oben. Und das macht er jetzt auch. Hoffentlich ertrinkt er dabei nicht. Na, auf dem Weg nach draußen, ihr seht, oh, das ist ganz schön lange. Ne? Das hat mir damals besser gefallen, als es noch hier kein Wasser gab. Das sah alles ein bisschen schöner aus, ne? Aber trotzdem, Register, du schaffst das, wir glauben an dich. Und das ist auch so, ihr kennt ja früher den Hexenstuhl, das ist auch so eine Art Hexenstuhl. Beziehungsweise, das nennt man hier Schulschwänzerstuhl, ne? Wenn er kein Schwänzer ist, schafft er das Leben rauszukommen. Aber wenn er ein Schwänzer ist, stirbt er dabei. Das frühe Mittelalter hat man das ja so gemacht, wenn es eine Hexe war, ist sie gestorben auf dem Hexenstuhl. Und wenn sie überlebt hat, war sie eine Hexe. Aber wenn sie gestorben ist, war sie keine, genau. Und dann war es ja toll, weil dann war sie nämlich schon tot und trotzdem, ja, wurde sie dann keine, war sie dann doch keine Hexe. Und das ist ganz toll geregelt, ne? Also richtig, ja, Mittelalter, Leute, ne? Da war die Logik noch nicht so cool. Ja, aber Register, der ist jetzt nicht gestorben. Heißt es, dass es eine Hexe ist oder keine Hexe? Das ist die Frage, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Das müsst ihr immer mal in die Kommentare schreiben. Wobei, was heißt, hat mit Hexe ja nichts zu tun. Warum hast du Entfall? Und er meinte ja Elternsprechtag. Und das glaube ich nicht. Denn man hat doch wegen einem Elternsprechtag kein Frei, oder? Es sei denn, ich irre mich hier. Es sei denn, jemand, nein, das kann ja doch, das kann sein. Aber ich, meiner Meinung nach sind Elternsprechtage doch immer nachmittags bis abends. Elternsprechtag, hier, erzähl das einem anderen Register. Du legst dich hier mit dem Schulschwänzerbehörde an. Was kommt hier? Doomster schreibt, ich schwänze wirklich? Nein, auf einmal ist es ein frei beweglicher Ferientag. War es vorhin nicht noch schwänzen? Also einer von euch lügt, einer von euch schwänzt. Wer zugibt, dass er schwänzt, wird nicht bestraft. Die Schul... Die... Ne, das muss er anders machen. Die Anti-Schul-Schwänzer-Behörde. Der hat doch nicht gerade mein Schild abgebaut, oder? Okay, mache ich auch. So. Tja, Pech gehabt, du Blödmann hier. Ja, ja, hier. Geh mal weg, ne? Wer mein Schild abbaut, dann muss ich nicht wundern, wenn sein Schild abgebaut wird. So, jetzt kriegt er aber noch ein... Wollen wir ein Schild geben? Nee. So nett sind wir nicht. Wir warten erstmal ab hier, was er schreibt. Aha, ein Schild. Und Doomster HD denkt sich nur so, hä, ich habe gar nichts gemacht. Oh, oh! Aber er haut ab, der ist nicht so dumm und dann wieder nach oben zu... Doch, ist er. Okay, egal, ich nehm's zurück. Meine erste, zweite Feld. Natürlich, das könnte auch sein, ne?
Das könnte auch sein, Leute. Also, aber ihr seht, sind auf jeden Fall noch alle... Moment, vorhin hieß es doch, ich habe keine Schule. Und auf einmal erste, zweite Feld. Also das ist... Es sind immer neue Argumente. Also es ist immer schwer zu nachvollziehen. Schulschwänzer oder nicht? Das ist hier die Frage. Das ist natürlich auch schwer zu beantworten, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Na, Askalta. Ah, jetzt denkt ihr hier, Askalta ist das, ne? Denken sie alle. Ihr denkt nicht alle so Askalta, ne? Was schreibe ich denn darauf hier? Geht mal zur Schule. Geht mal zur Schule, Leute. Ja, da habt ihr schon richtig gehört, ne? Da habt ihr schon richtig gehört. Denn sonst, ich weiß ja nicht, was dann sonst passieren könnte. Man weiß ja nie, ne? Ihr seht, ja, jetzt... Dumme, Dummster, gib zu, dass du schwänzt. Wir wissen es alle. Na, einer von den drei schwänzt. Aber ist die Frage, wer? Einer von euch dreien schwänzt. Ja, schließt euch zusammen und tötet denjenigen. Mal schauen, was sie dazu sagen, ne? Also, Doomster, einer von den drei schwänzt, einer muss sterben. Denn der Schwänzer wird sterben. Oder sie verschätzen sich, denn einer schwänzt und einer muss es zugeben. Also, sie gucken sich an, denken sich so, ich schwänz nicht, aber du... Du hast es doch erzählt im Teamspeak, dass du schwänzt. Ja, jetzt seht ihr, sie killen jetzt Doomster. Doomster. Aber, nee, jetzt Venom schreibt erstmal was. Ja, den Typ mag ich gar nicht, ne? Als Venom, du hast einfach meine Schilder abgebaut. Das ist unhöflich. Wir töten keinen. Das ist ein Argument, das finde ich schon mal cool. Dass sie halt gemeinschaftlich sind und sagen, wir töten keinen, wir sind eine Gemeinschaft. Das finde ich echt gut. Muss ganz ehrlich sagen, das zeugt halt von einer starken Gemeinschaft, dass sie sich wegen sowas nicht einkriegen lassen. Also wollt ihr alle sterben. Natürlich auf Minecraft bezogen, ne? Ist ja klar. Also das ist, finde ich, gut, ist eine Gemeinschaft, weil es gibt viele, die in Minecraft dann sagen, wenn man jemanden sagt, okay, du kriegst 5 Dias, wenn du den Spieler tötest. Und die machen das auch. Aber die hier sind gemeinschaftlich, kameradschaftlich und machen sowas nicht. Das finde ich echt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Sowas sieht man auch selten auf dem Minecraft-Server. Also obwohl er meine Schilder hier kaputt macht, scheint er ja ganz cool zu sein. Alle für einen, einer für alle. Finde ich super, ne? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das erwärmt mir gerade hier das Herz, dass auch Schulschwänzer zusammenhalten. Das finde ich echt super. Alle für einen. Ganz ehrlich, Leute, also wenn's dafür gibt man einen Daumen nach oben für diese Kameradschaft hier. Das finde ich echt super, ne? Auch wenn es Schulschwänzer sind oder sein sollten, finde ich das echt cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass sie hier so hart zusammenhalten. Sieht man nicht immer, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also das finde ich echt cool. Da nochmal auf jeden Fall einen Daumen nach oben für diese drei Musketiere hier. So, wollen wir aber nochmal ein bisschen Wasser wegmachen, ne? Oh, oh, wo sind die denn auf einmal? Wo seid ihr denn auf einmal? Oh, wow, das sieht ja cool aus, Leute, guckt euch das mal an. Habt ihr das gerade gesehen? Boah, das sah aber richtig cool aus. So, wenn wir es jetzt auf einmal nochmal machen. Wow! Leute, das sieht mega cool aus, oder? Ja, ganz ehrlich, das sieht echt cool aus. Das heißt, wenn wir das mal ein bisschen erhöhen würden hier. Das ist so diese Schulschwänzerwelle. Oh, Leute. Nein, ihr schafft es, keine Angst. Schaffen sie es? Okay, Sven hat sich hier in so einer Tür gesichert, sozusagen. Beziehungsweise kann sich sichern, ne? Na, aber seht, okay, 20 war dann doch noch zu weit. Also... Nee. Zack. Aber vielleicht 15. Oha, ihr seht schon, die Wellen kommen aufeinander zu, die Wassermassen. Das schaffen sie nicht. Außer sie gehen in diese Tür rein. Dann schaffen sie es. Auch du, mein Freund, mein lieber Register. Was würde passieren, wenn hier ein riesiger... Oh mein Gott. Ein riesiger Strudel wie im Bermuda-Dreieck auftauchen würde. Würde alle verschlucken, ne? Also ganz ehrlich, also... Ja, diese Schulschwänzer... Mag sein, dass sie keine sind. Mag sein, dass sie welche sind. Das ist natürlich die Frage. Und wenn wir gesehen, einer hat es davon zugegeben. Und ich habe auch einen Tipp erhalten, dass angeblich zwei von ihnen Schule schwänzen. Ob es jetzt stimmt oder ich da auch getoolt worden bin, das weiß ich jetzt nicht. Deswegen, ja, wir können das, wie gesagt. Ich sage einfach nochmal,
wir gehen einfach mal davon aus, dass es... Ja, wir sind mal so gemein und sagen, es sind welche. Natürlich könnten es auch Leute sein, die wirklich einen Fall hatten wegen eines Elternsprechtags, was ich ganz ehrlich nicht glaube, ne? Aber wer weiß, das kann ja sein. Wir wollen ja nicht so fies sein und nichts glauben. Register. Oh, Obsidian. Ja, wenn dann langsam irgendwie die Blöcke ausgehen, dann muss man schwimmen und das ist auch schwierig. Also Leute, ihr habt euch bewiesen, ihr konntet den Schulschwänzer wieder... Oh, was ist denn da? Oh, jetzt kommt hier ein neuer. Das ist nämlich die Schulschwänzer-Polizei. Stamp Place. Finde ich gut, ne? Also der denkt sich jetzt so, ah, oh, niemand... Was hat der denn für ein Skin? Was hat der denn gerade für ein Skin, Leute? Niemand bestraft hier meine Schulschwänzer-Armee, denn die haben sich ja bewiesen, deswegen nicht cool. Wow! Okay. So, mal schauen, wie es dann weitergeht, ne, Leute? Also das war's auf jeden Fall, Moment, das war's noch gar nicht hier. Was rede ich denn überhaupt? Oh, da sind sie. Da sind sie alle hier. Die Wassermassen kommen. Und ich werde mal eine Kiste platzieren. Denn natürlich müssen sie auch belohnt werden, ne? Also dafür, dass sie es ausgehalten haben hier. Dafür, dass sie es bewiesen haben. Soll natürlich jetzt keine Animation dafür sein. Wenn ihr die Schule schwänzt, kriegt ihr Diamanten. Das natürlich nicht. Aber soll auf jeden Fall schon mal zeigen, dafür, dass ihr getrollt habt und zusammengehalten habt, kriegt ihr auf jeden Fall eine Belohnung, ne? So, das müssen sie untereinander aufteilen, wenn sie schon... Moment, wer hat das jetzt genommen? Wenn ihr wirklich so kameradschaftlich seid, für eure Kameradschaft. Also dafür auf jeden Fall ein Lob. Ja, Leute, das war's dann auch mit diesem Troll. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet, wenn ihr, Ja, jetzt haut er auf einmal ab, ne? Schön in die Ender-Chest erstmal. Genau, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet, wenn ihr einen Schulschwänzer auf dem Server seht oder ob ihr das schon mal gemacht habt irgendwie. Schule geschwänzt und dann irgendwie gezockt oder keine Ahnung oder irgendwas anderes oder aus irgendeinem Grund schon mal Schule geschwänzt habt, vielleicht weil ihr keine Lust habt. Würde mich mal interessieren, ob das jemand von euch schon mal gemacht hat oder ob ihr da eher so seid, nee, mach ich nicht. Also könnt ihr mir mal ganz ehrlich sagen in die Kommentare, da eure Lehrer werden das ja nicht sehen. Genau, und dann, ja, würde ich auch nochmal... Wenn euch der Tutorial gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, besonders hier für diesen Kameradschaft, was ich echt cool finde. Das soll Leute echt so zusammenhalten im Spiel, kann ich auch nur empfehlen, sowas Zusammenhalt ist sehr wichtig. Und ansonsten, ja, hoffe ich, der Tutorial hat euch wie immer gefallen, mach's gut und bis zum nächsten Mal.